Hey Leute, hier ist Philipp und willkommen zu Anton 3.20.0.0. Und bevor wir irgendwie uns die Sachen angucken, die jetzt neu sind, würde ich sagen, machen wir dieses Update mal ein bisschen anders. Nämlich eigentlich, wenn jetzt sowas ist wie jetzt mit der deutschen Map, ne, machen wir eigentlich so, dass ein Update über die neue Map kommt. Wir gehen über ein paar Punkte auf der Map und dann ist eigentlich gut. Danach kommen noch ein, zwei Tage später so ein Video über die neuen Fahrzeuge, die es gibt. Und das war's dann zu der neuen Map meistens aus. Es kommt ein Let's Play oder irgendwelche Easter Eggs oder sowas. Auch wenn Hawaii Overhaul die ganzen Sachen noch ein bisschen dauern. Ich habe nämlich zu tun gehabt, aber jetzt in der Ferien bald, da kommt ordentlich zu Hawaii und so. Ich versuche mich dran zu setzen, immer so abwechselnd, ein bisschen Hawaii, Germany, so hin und her. Aber auf jeden Fall schweife ich ab gerade. Wir machen jetzt in diesem Update-Video auf der Map Germany, gehen wir an eine Location und spawnen uns die ganzen Sachen rein. Nur wir erkunden jetzt nicht so die großen Punkte auf der Map, wie ich es sonst immer gemacht habe. Mein Gott, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal Schluckauf habe. Sobald ich auf Aufnahme drücke, kriege ich Schluckauf. Ah, es läuft wie geschmiert natürlich. Und würde ich sagen, wir gehen auf Official und dann Germany. Ist eine Large Map, genau wie Russia und Hawaii, aber wir wollen in Germany. Komm, drauf da. Natürlich das schöne Schloss hier. Übrigens, ich war ja einmal schon auf Germany, deshalb bekomme ich die Errungenschaft jetzt gerade auch nicht, weil ich habe gestern schon einmal kurz ein bisschen geguckt, was da so ist und so. Und ja, die Namen der Städte sind richtig cool. Also wirklich, muss man sagen, gucken. Und natürlich, der Name für die Unterwasserstadt, oder die Stadt, die komplett so überflutet ist, der Name passt natürlich perfekt. Wie die Faust aufs Auge passt. Also, wenn die Map jetzt mal laden würde, hello. Ja, auf jeden Fall gucken wir uns jetzt gleich die ganzen neuen Fahrzeuge an. Und am Schluss, also wenn wir die ganzen neuen Fahrzeuge angeguckt haben, würde ich sagen, gucken wir uns die neue Waffe an. Und ja, das war's dann eigentlich. Ja, okay, dann sind wir jetzt hier. Sehr schöner Fluss. Aber ich muss, glaube ich, das Spiel ein bisschen lauter machen. Ich habe es ziemlich leise gehabt. So, können wir mal ein bisschen die Ambiente genießen. So, jetzt gucken wir mal. Was ist hier mapmäßig? Jupp. War klar, 1176. Bumm. Und das, was ich meinte, ja, das ist übrigens die Map. Schön dunkel, so in einem schönen Braunton, Grauton gehalten mit den ganzen Bergen und so. Hier die ganzen weißen Punkte auf der Map, wie hier so die ganzen Übergänge in so kurze Schneeteile sind, weil es hier. Oh mein Gott, ich liebe die Namen, okay? Frankfurt Airfield. Hier Rapbo Dam ist, glaube ich, ausgedacht. Da könnt ihr jetzt nicht. Neuschwanstein Castle. Gibt es wahrscheinlich, habe ich noch nie gehört. Muss ich ehrlich sagen. Schwarzwald Military Base. Aeroface Defense Complex ist auch erfunden, meine ich. Leistung. Munich. Oder Munich ist, denke ich, München. Ist ja klar, ne. So schön. Moritz und. Wo ist noch hier? Die Oscars Farm. Oder Morbis. Morbis, aber Oscar und Moritz sind wahrscheinlich so richtig deutsche Namen hier. Köln, also Kolonie, ist übrigens die Dead Zone. Da habe ich mich einmal aus Versehen hin teleportiert und war direkt in der Dead Zone. Das war ein schönes Erlebnis gestern. Natürlich, gar keine Ironie gerade. Dann haben wir noch Stuttgart, was ich meinte, dass die perfekte Stadt unter Wasser steht hier natürlich. Ne? Hamburg. Und was haben wir hier noch? Die Zugspitze natürlich als großen Berg, ne, ist ja klar. Berlin als Hauptstadt, die größte Stadt in Anton, glaube ich, bisher. Limestone Quarry kann ich mir nichts drunter vorstellen. Und natürlich Düsseldorf. Ich liebe mein Düsseldorf, ne, nicht Düsseldorf. So, dann würde ich sagen, wo gehen wir denn mal hin? Wo kann man denn. Berlin würde ich nicht sagen, jetzt unbedingt. Wir können ja mal. Ach komm, ich habe irgendwie Bock auf Munich. Oh, hier ist das Bierzelt, natürlich. Suchen wir uns mal kurz die ganzen Vehicles raus. Copy. Und auf jeden in diesem Update kam natürlich die Germany Map. Auf die Waffe gehen wir am Ende ein. Mit welchem fangen wir an? Wir fangen, denke ich mal, mit den Standardautos an, würde ich jetzt mal sagen. Oder so, die auch Zivilisten haben könnten.
157, der Igel. 157. Ja, Zivilisten, das ist ein fucking Military Truck, glaube ich. Okay, auf jeden Fall sieht sau cool aus. Ich mache aber ein bisschen leiser, weil ich das ist ziemlich laut gerade. Top Speed von. Ah, 60, 61, das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Das sieht auch gut aus, guck mal. Mit so einem kleineren Fenster hier noch. 4 Sitzer würde ich schätzen. 6 Sitzer. Holy shit, okay, hier hinten kann man auch noch. Das ist cool. Okay, welchen können wir noch machen? Wir können den Rabbit. Der hat anscheinend mehrere Farben, weil da gibt es 149 bis 156. Ja, das ist wahrscheinlich andere Farben, ne? 150. Ja, das gleiche nur in anderen Farben. Wie heißt er nochmal? Rabbit. Okay. Sinn ist cool. Ist so ein kleines Familienauto, anscheinend. 4 Sitze? Ja, 4 Sitze. Top Speed von. Ja, ich würde so 72, 73 schätzen. Ja, der 72, 73. Es ist schön, schönes Auto. Es ist wirklich schön. Verbraucht ungefähr so viel Sprit wie er. Nur ist halt 4 Sitzer, er ist 6 Sitzer. Ist ein kleiner Porter da. Und gibt es halt in allen verschiedenen Farben. Dann gibt es noch den Beetle. Das ist anscheinend auch wieder ein Auto mit mehreren verschiedenen Farben, weil da jetzt geht von 185 bis 165. Ja, das ist eine eklige Kombination. Auf jeden Fall sieht cool aus. Das ist so eine schöne Wölbung hinten. Okay. Guck mal, die sind so ein bisschen individuell. Der hat hier so ein Teil. Oder so abgeknickt hier so in der Ecke. Geht dann scharf runter. Er ist halt Standard-Military, so wie wir es kennen, anscheinend. Das ist halt gleich wie der. Und hier so schön gewölbt. 4 Sitzer. Und ein maximal Speed von. Ich würde auch so 70 schätzen. Ja, genau wie der andere. 72, 73 ist der Top-Speed auch von dem hier. Oh, hey. Okay, auch so. Beide Autos, also Rabbit und Beetle, haben beide einen Top-Speed von 73. 72, 73 circa. Und die ganze geradeaus. Er hatte, glaube ich, von 60 oder so. Und die gibt es halt in verschiedenen Farben. Dann waren das die normalen, ich sag mal, Zivilistenautos und halt ein Military-Teil. Ich schätze, das ist ein Military, ich bin mir nicht sicher. Weil Igel, ne, könnte auch nicht Military sein. Schreibt's mal in die Kommentare. Keine Ahnung. Dann gibt's einen Prison Transport Truck, also einen Gefängnistransport Truck. 142. Und den haben wir auch im Trailer gesehen, der stand. Oh mein. Die Reifen sind nicht zerstörbar. Da ist so ein Schutz drüber. Ne? Kann man die Reifen da drunter eventuell sehen? So? Ja, ich glaube, die sind hier hinter. Nelson Sneaky, die kann man bestimmt. Nee, die kann man nicht kaputt machen. Das ist cool, okay. Also, wenn ihr das verlasst, dann seid ihr schon mal ziemlich gepanzert. Weil man kann sich bis zu 8 Personen hier hinten alleine passen 6 Leute rein. Und guck mal, wie klein die Luke hier ist. Und wie klein das. Warte, dafür gehen wir lieber raus. Und wie klein das Fenster nach hinten ist. Da trifft man nicht wirklich Leute. Nur die zwei hier vorne sind ein bisschen ungeschützter. Aber die 6 Leute, die hinten sitzen, werden es richtig gut haben. Und halt gut gepanzert, das Teil. Was ein Top-Speed hast du denn? Ich schätze mal, dass er nicht so schnell ist. Wahrscheinlich wie der Igel. Ja, wie der Igel, so 61, 62. Hat er als Top Speed. Armor ist genau wie bei einem normalen Auto. Okay. Ich müsste eigentlich in Anton aufpassen, welches Auto sage, weil es gibt ja ein Teil, was bei Russia ist, das Auto heißt. Aber naja, dann gibt es den Dump Truck. Ich weiß nicht genau, was Deutsch hierfür ist, aber den habt ihr vielleicht bei 2R Games oder so schon mal gesehen. Der war schon mal im Game, aber wurde dann wieder kurz rausgemacht. Und er sieht einfach richtig gut aus. Ist, glaube ich, ein Einsitzer aber nur, oder? Ja, ist nur ein Einsitzer leider, aber guck mal, wie groß das ist. Ich glaube, 2R Games hat hier hinten auch ein Haus drauf gebaut. Das ist das Erste, was mir jetzt einfallen würde, was man damit machen kann.
hat 54er Topspeed und die Lenkung ist scheiße. Ach so. Als ob das Teil von einem Baum aufgehalten wurde. Das ist ja mal unlogisch. Bis zum geht nicht mehr. Man kann unten so gut wie gar nichts sehen. Ich kann gar nicht sehen, was unter mir abgeht. Und guckt euch einfach mal, wir stellen das mal direkt hier neben. Ah, man droppt direkt unten, okay. Guckt euch diesen Unterschied an. Holy shit. Okay. Das ist ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Okay. Damit hätten wir alle Fahrzeuge durch, die am Boden sind. Es gibt noch einen Fighter Jet. Den würde ich aber als letztes machen, weil ich mit dem Teil oft sterbe hintereinander. Habe ich gestern gemerkt, als ich mich scheiße gemacht habe. Deshalb greifen wir jetzt einmal kurz auf das neue Gewehr zu. Um genau zu sein, das Swiss-Gewehr. Mit der ID von 1488. Und das Magazin ist 1490. Davon geben wir uns mal direkt 5 Stück. Hat 20 Schüsse im Magazin, ist Safety oder Semi. Also man kann nur einzelne Schüsse abgeben. Sieht ziemlich cool aus. Ich würde es cool finden, wenn es hierfür schon Skins gäbe. Das wäre cool. Auf jeden Fall. Hört sich ziemlich cool an. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal an den Baum hier und machen unseren Recoil-Test, indem wir einfach ohne irgendwas. Ich drücke einfach nur. Ich kann nicht gedrückt halten. Ich drücke jetzt einfach mehrfach hintereinander drauf. Und ja, wir fangen hier an. Also geht eigentlich straight nach oben, wenn ich es mal so sagen würde. Weil man einfach ein bisschen dagegen hält. Wahrscheinlich, wenn man sich einen Griff holt, einen Horizontalgriff, nee, Vertikalgriff, dann passt das, denke ich. Horizontal braucht man hier ja nicht drauf. Okay, horizontal braucht man hier ja nicht. Nicht auf mich fallen. Braucht man ja jetzt nicht eigentlich. Oder wie viel hat das eigentlich? 2 Magazine, 2,5 Magazine hat das genommen. Oder ne, 2, weil ich habe ja auch ein paar in die Richtung geschossen. Okay. Ja, ist, denke ich, ganz stark eigentlich. Macht ein bisschen Damage an dem Auto. Kann ich jetzt nicht so genau bestimmen, aber Recoil ist auf jeden Fall ziemlich cool bei dem Teil. Ich denke mal, das wird auf längere Distanz benutzt für so One-Clicks. Immer so schön nacheinander macht man die rein. Dafür würde ich das, denke ich, benutzen. Sieht sau cool aus. Das Magazin sieht auch ziemlich cool aus. Nee, im Inventar nicht, aber hier sieht es dann ganz cool aus mit so bisschen, wie es hier an zwei Stellen, die so reingeht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und die Waffe an sich sieht auch ziemlich cool aus. Dann kommen wir jetzt aber zum letzten Fahrzeug, was in der Luft ist. Und das ist der gute Fighter Jet mit der ID von 140. Und der ist sau cool. Nur irgendwie bin ich zu blöd, den manchmal zu fliegen. Oh Gott, Jesus Christ. Mal leiser hier, meine Ohren, ey. Man kann gut damit so fahren, aber nach oben, nach oben, nach oben. Danke. Ich habe ziemlich Probleme gehabt, gestern den zu steuern, irgendwie so richtig. Oh, da, wir können mal über Köln fliegen. Das ist so komisch, aber wir können mal kurz über Köln fliegen. Und das ist auf jeden Fall die Dead Zone da unten. Das ist diese verbrannte Stadt. Seht ihr? Entering Dead Zone. Kamikaze! Bam! Okay, war da ein UFO? Jo, ich glaube, da war ein UFO. Ach, keine Ahnung. Kann man so nachgucken später im Video. Auf jeden Fall war das was. Ich sehe gerade, warte mal, es ist noch was Cooles drin. Und dann können wir jetzt gleich auch mal noch auf was anderes ansprechen, was nichts mit Ingame-Sachen zu tun hat. Ich sehe ja gerade, wenn ihr hier guckt, gehe aus dem Weg für Workshop. Accepted several workshop items into the July 2017 Workshop Crate 3. Okay, es gibt jetzt halt eine dritte Workshop-Kiste. Cool. Super. Und es wurden ein paar neue Sachen in den Stockpile gepackt. Mal sehen, ob ich euch das zeigen kann. Dafür geht ihr auf Survivor, Inventory und dann Stockpile. Ja, kann ich euch sogar zeigen. Super. Weil damals hat das ab und zu immer so ein bisschen rumgespannt. Oh, geil. Die Empire hat direkt einen neuen Skin. Der sieht cool aus. Guckt euch das an. Pandora Hellsfield mit sich so lila. Wow. Okay, das ist ein sau cooles Skin. Sorry. Das ist Cardboard.
Das ist Pappe. Ihr könnt mit einer Pappwaffe auf Leute schießen. Okay, das ist cool. Meine persönlichen Sachen, die ich cool finde, ist die Hellserie Insane. Die finde ich gehen so. Die sind ganz cool, aber will ich jetzt eigentlich nicht. Die Empire sieht ziemlich cool aus. Und ich finde die Bloodsport Calling Card und so Becknerkopf, die haben irgendwie was. Ich weiß nicht, ich finde die ziemlich cool. Das sind die 9. Und ja, da gibt es auch noch die Workshop Kiste 3. Und wenn wir zurückgehen, nochmal, und hier mal gucken, 3 Jahre Anturn gibt es ja jetzt seit Freitag, also seit dem 7.7. Und dazu hat er geschrieben, dass Anturn jetzt aus dem Early Access raus ist. Also, das heißt, für die Leute, die es kapieren, es ist jetzt als richtiges Spiel auf Steam und zählt nicht als Work in Progress oder halt als Early Access Teil. Es war ja damals auf Greenlight. Wer es nicht kennt, da kann man so für Spiele voten und die kommen dann auf Steam hinterher. Und das ist toll. Ja, und dann kann man die spielen. Und Anton war halt genauso. Und hier steht nochmal was zur Geschichte ein bisschen. These past 4.5 years have been a crazy journey and I'm very proud to see how far we've come from the first version of Dead Zone. Dead Zone war übrigens bei Roblox noch. Und das ist aber gesperrt, das Original kann man nicht spielen, weil man bei Roblox irgendwie klauen konnte, die Dateien und sowas, weil scheiße und so. Und to Anton 3.20 now. Ja, er ist ja irgendwie von Roblox dann auf Unity übergegangen mit der 1.0, die war aber nicht auf Steam so richtig oder so. Ich glaube, 2.0 hat es dann auf Steam geschafft. Und ich spiele auch seit der 2.0, also sehr lange dabei. 2 Jahre bin ich schon von diesen 3 Jahren dabei. Ist ziemlich tolles Gefühl eigentlich. Und ja, Updates werden weiterhin kommen, auch wenn Anton jetzt ein richtiges Spiel auf Steam ist halt. Und ja, Germany Map ist jetzt da, sonst hat er eigentlich nichts geschrieben, außer dass es ihm richtig Spaß gemacht hat, bisher am Spiel zu arbeiten und dass er sich auf die nächsten Jahre freut. Sowas halt. Und ja, dann würde ich sagen, war's das auch mit dem Update-Video, ist ziemlich lang geworden. Wir sind ja auch über jedes Fahrzeug gegangen und alles, was in dem Update-Post hier stand, kurz. Und nicht alles, sondern kurz zusammengefasst über die Items. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, ciao.